So Leute, wow, ihr seht es selber, wir machen direkt weiter und das passiert, wenn man nach dem Laden nicht direkt reagiert, dann wird man beinahe von einem Sandteufel erledigt. Aber jetzt haben wir ihn erledigt. So, meine Güte. Ja, ich habe das Spiel geladen, nicht direkt auf Pause gedrückt und wurde direkt hier attackiert. Ihr habt das gesehen. Boah, meine Güte. Aber okay, willkommen zurück hier bei Risen 3. Ah, und es ist so toll, wieder weiter zu spielen. Ein sehr, sehr anstrengender Tag meiner Abiturkarriere liegt hinter mir. Oh, furchtbar. 6, 7, 8, 9 Stunden. Bäh. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Aber umso schöner jetzt hier ein bisschen mit Risen zu entspannen. Ich lauf damit ganz böse. So. Uah. Okay. Sehr seltsames Verhalten, dieser Riesenkrabbe. Ja, so seltsam ich das anhören mag, tatsächlich gehört Risen mittlerweile zu einer Art Ritual von mir. Von der Schule kommen und erstmal entspannt Risen aufnehmen. Naja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Außer eine Leuchtkugel. Der Sandteufel. Und eine Maki-Beere. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das schön, ist das schön. So, eine Muschel. Und eine Muschel. Und eine Muschel. Und da vorne haben wir... den Leviathan, den wir bereits von der anderen Seite des Strandes aus gesehen haben. Und eine Muschel. Das ist echt super. Den Zauber immer aufladen, bis sie an einen rangelaufen sind. Das sind die echt gut zu besiegen. Die sehen aber auch fies aus, oder? So ein Muschel-Monster-Mutanten-Verschnitt. Ich weiß ja auch nicht. Echt ekelhaft. Aber okay. So. Heldenkraut. Ja, ja. Wir Held. Ja, da waren wir bei dem Schiff. Und ich würde gerne instinktiv einmal gerne hier in diese Schlucht schwimmen. Da oben waren wir auch schon. Oberhalb der Schlucht. Da war ja die Klippe mit unserem guten Dovi. Boah, und hier ist gar nichts. Na gut, auch nicht schlecht. Dann haben wir das auch geschafft. Dann würde ich beinahe sagen, wir wollten hier zwar nochmal hingehen, aber das machen wir dann lieber später. Ich würde dann beinahe sagen, wir gehen dann jetzt mal hier entlang. Wir schwimmen hier entlang. Fliegende Fische, habt ihr es gesehen? Fliegefische. Wahrscheinlich auch ein kleiner Gag hier eingebaut. Dann können wir uns jetzt hier um die ersten Aurikulkis der Kobolde oder eher gesagt der Gnome kümmern, die Kobolde ja gestohlen haben. Und ich frage mich gerade, ob wir da auf der Insel was finden. Da ist eine Fahne. Sehr seltsam. Kommt man hier irgendwie hoch? Tja, aber hier ist gar nichts. Außer eine wunderschöne Aussicht auf das Schiffchen. Naja gut. Und dann ab ins Wasser. Uah. Und da ist schon das Koboldlager. Wir müssen hier hoch. Denn wir können ja bei den einzelnen Gnomen herausfinden, wie wir am besten ins Lager kommen. Und da bin ich mal gespannt, was uns der gute kleine, ja, Ulvi hier für einen Tipp geben kann. Wie komme ich ungesehen in das nördliche Koboldlager? Ulvi glaubt, beste Idee wäre es, um den Felsen neben dem Lager herumzuschwimmen. Um sich dann von hinten in das Lager reinzuschleichen. Ah, das sollte wahrscheinlich die Fahne markieren. Ja, das nördliche Koboldlager. Was ist jetzt mit dem nördlichen Koboldlager?
Homie sollte besser erst ungesehen das besondere Dingi aus dem Lager holen und zu Kahn bringen. Dann ist es sicher, die Kobolde zu töten. Bedrohung im Norden. Okay, und das machen wir am besten, indem wir einmal außen rumschwimmen. Ihr habt das gehört. Probieren wir es mal. Okay, wir schwimmen also jetzt hier herum und gehen dann von außen. Ah ja. Hier ist ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Ich schätze, in diesem Bereich der Insel gehe ich am besten alleine weiter. Für wahr, damit haben wir den Weltenbrecher gefunden. Weltenbrecher war es richtig, ich glaube schon. Oder? Fernrohr war es nicht, es war ein besonderer Gegenstand. Okay. Es müsste bei Plunder sein. Seltsam. Welten. 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 Warzenschwein. Gorilla. Fell. Schattenzepter. Gnomennotizen, Bücher, Expedition, Kristalle, Tagebücher, Taranes, Seeschlachten, schmackhafter Schinken. Da, Weltenseher, so rum. Weltenbrecher, wird auch nicht wirklich passen. Ein ganz gewöhnliches Fernrohr, aber ein Gnom weiß das nicht. Für wahr. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir den gleichen Weg zurück. Wir müssen das erst zu Kahn bringen, bevor wir mit den Kobolden kurzen Prozess machen können. Ja, ihr habt's gesehen. Ja. So kommt man an die einzelnen Gegenstände ohne die Gnome. Oder ich vertausche immer Gnome und Kobolde. Ohne die Kobolde zu alarmieren oder gar eine Konfrontation auszulösen. Ulvi? Kommt dir dieser Gegenstand bekannt vor? Oh, jip, jip. Rohr mit dickes Linse. Gute Augen, Homie. Bitte nicht verlieren. Zeigen Kahn. Er wird sein sehr glücklich. Da bin ich mir sicher. Aber wir wollen vorher noch einige weitere Koboldlager besuchen. Denn ich würde gerne bei Kahn alle Gegenstände auf einmal abgeben. Das sollten wir gut hinbekommen. Hier haben wir das zweite Koboldlager. Das schon ein bisschen größer ausfällt. Ach, was macht ihr denn hier? Ärsche bewachen, anstatt sie zu verkloppen. Ist ja mal was Neues. Oh Mann, Russell. Kali hält Nase und Ohren offen, immer wachsam. Okay. Kalil hilft uns also erstmal nicht mehr weiter. Schmiedehammer, Voodoo, Puppe, Papageienflug. Okay, der Papageienflug soll uns ja wahrscheinlich hier gegen die Kobolde helfen, aber das sollten wir auch so schaffen. Hoffe ich. So. Da sind Palisaden, da sehen wir auch den Gnomschamanen. Und wir werden mal versuchen, hier links herum die Palisaden zu umgehen. Und haben hier erst noch eine Gnomenhütte. Rum, sehr gerne. Ist das eventuell die Hütte von Jaffa? Ich glaube, das ist Jaffas Hütte, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. So. Sehr schön. Ah, Fernrohr. Gibt ja nichts Wichtigeres als das. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier, mal wieder den roten Fahnen folgen. Hat ja beim letzten Mal auch gut funktioniert. Oh, oh. Autsch, autsch.
Autsch. So wie zu den Krallenaffen. Böse Mistviecher. So. Ah ja. Da haben wir einen weiteren Gnomen. Der ganz schön weit südlich ist, oder? Wow. So. Das war's mit den Viechern. Wo ist denn Spinne und wo ist der Sandteufel? Da hinten. Boah, wie habe ich das denn gemacht? Wahnsinn. Und da haben wir eine Höhle. Gnomhöhle, Gnom. Wir gehen erstmal in die Höhle. Hallo. Wow. So, so viel dazu. Und ich glaube beinahe, dass wir einfach nur bei einem anderen Koboldlager auskommen. Autsch. So. Ja, tatsächlich. Nee, das ist zu gefährlich. Aber auch da ist ein Kobold, das heißt, dann werden wir hier außen rumgehen müssen. Aber dann machen wir das später. Erstmal wollen wir jetzt das Lager weiter nördlich erledigen. Das heißt, einmal schnell zurück. Durch diese echt schöne Höhle, meine Güte. Und ich meine, man sieht an so Höhlen hier, dass das Ganze, die ganze Spielwelt handgemacht ist. Mit viel Liebe zum Detail vor allen Dingen. Aber okay. Das sind viele Spielwelten, muss man auch sagen. Hier sind wir, da könnten wir einfach auch den Strand langlaufen, theoretisch. Bevor wir mit unserem Gnom sprechen. Aber momentan läuft es mit der Magie nicht ganz so gut, wie es könnte. Aber ich hoffe mal, das wird sich noch bessern. Okay. Da haben wir weitere Kobolde. Das verwirrt mich jetzt leicht. Okay, okay. Ja, ich schau gerade mal. Hier haben wir auch die rote Fahne. Und da ist eine Liane. Ja, ich glaube nämlich, der Gnom hinten hat eine ganz, ganz andere Aufgabe für uns. Der hat gar nichts mit dem Aurikulki zu tun. Der Schädelmacher. Teleportstein, Trophäe des Westens. Grillen wir mal eben. So, wow. Und stell weg. Fleisch zum Braten. Ja, du sollst hier weg. So, meine Güte. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Der hat ja Probleme. So, gut, dann gehen wir jetzt einmal hier zurück zum Strand, denn da war ja noch ein Gnom, der unsere Aufmerksamkeit gefordert hat. Wir müssen nur daran denken, dass wir hier auch nochmal hin müssen.
Aber erstmal war da ein Gnom, der dann scheinbar mit den Aurikulkis gar nichts zu tun hat. Nämlich der da unten. Wen haben wir denn hier? Meli. Ah ja, auch diesen niedlichen Namen, oder? Ich mag Gnome. So. Oh, was haben wir denn hier? Einen toten Krallenaffen. Und Kobolde. Und da sind wieder rote Fahnen, die diesmal auf den Berg hinweisen. Aber okay, reden wir mit Meli. Psst, Homie. Was machst du hier draußen? Was machen Homie hier draußen? Moment, immer der Reihe nach. Meli wartet auf den richtigen Moment. Und wenn Moment gekommen, Kahn wird stolz sein auf Meli. Ah, okay. Er ist also für ein anderes Aurikulki zuständig. Was genau hast du vor? Was hat Homie vor? Kannst du auch eine Frage ohne Gegenfrage beantworten? Schon gut, Homie. Meli weiß von Koboldlager in der Nähe. Dort böser Geist von Gno bewacht besonderes Dingi. Kahn sagen, kein Gno stehlen Dingi. Okay, aber jetzt sind wir hier, um genau dieses Dingi zu stehlen. Wo genau liegt das Ding, von dem du sprichst? Gute Frage. Wo genau liegt das Ding, von dem du sprachst? Kobolde haben errichtet ein kleines Lager hier in der Nähe, im Süden. In diesem Lager, du wirst finden, das Dingi vermutlich auf einem Tisch. Kann zwar Gno verboten zu stehlen, aber Homie ist kein Gno. Und wenn Homie will stehlen, Dingi, besser passen auf. Nix töten Geist von altem Gno. Kahn davor gewarnt. Ja, davon wissen wir Bescheid. Scheinst dich hier ja gut auszukennen. Claro. Lucky hier, Lucky da. Ganz schön mutig. Jip, jip. Hier, Homie, das Trinken ist Mutmacher. Außerdem ist Meli bestens gerüstet für Kampf. Immer tragen seinen Pulverschlucker. Pulverschlucker? Homies sagen Pistole. Ein Gnom mit einer Pistole? Hast du schon mal damit geschossen? Geschossen? Wenn Gott so kommt zu nahe, Meli nehmen Pulverschlucker und verprügeln fiese Foh. Oh Mann, du hast keine Ahnung, wie man so ein Teil benutzt, oder? Nee, Hobi mir zeigen? Nein. Oh, dann Meli nix will haben. Hier. Langläufige. Dankeschön. Ja, und vielleicht ein Tipp wegen dem Lager? Wie komme ich ins Lager, ohne gesehen zu werden? Gibt zwei Wege, die Meli gesehen hat, um in das südliche Koboldlager zu kommen, Homie. Homie, geh in Richtung Südosten und kletter den Berg hinauf, um dort hinters Lager zu springen. Hinten am Lager ist kleines Loch, aber dort passen höchstens Gnome und kleine Affen durch. Für fetten Homie wäre der Weg Richtung Westen besser. Wenn du von Westen aus zum Lager kommst, kannst du über großen Stein hüpfen. Der Weg ist aber gefährlicher, Homie. Ja, für uns ist auch die Idee mit dem Affen gar nicht schlecht, oder? Aber ich schaue gerade, Westen, na, über großen Stein hüpfen klingt natürlich auch nicht schlecht, oder? Hier hoch also. Ah. Deshalb vermutlich gefährlicher, aber hier haben wir interessante Sachen. Zum Beispiel, ja, eine Voodoo-Puppe Papageienflug. Ah, okay. Moment, das ist doch total schwierig. Das ist doch total schwierig, oder? Ich setze mal ganz kurz das Äffchen ab, nur mal Interesse halber.
Meinungsverstärker. Ah, und da hätte man auch rüberspringen können, von da ganz oben. Nee, danke. Hat ja gut funktioniert. Einmal ganz, ganz schnell zurück. Ah, Schädelblüte. Meine. Ah. Böse Kobolde. So. Ich habe echt Angst davor, gesehen zu werden. So. Meli. Sieh mal, was ich gefunden habe. Oh, besonderer Pulverschlucker. Bring ihn schnell zu Kahn. Ihn wird sich erfreuen. Glaube ich auch. Damit fehlt nur noch ein Lager, oder? Und zwar das hier. Und da kommen wir am besten hin, wenn wir... Ich weiß es gar nicht. Ah ja. Moment, da geht's ja noch weiter hoch. Das sehe ich ja jetzt erst. Seht ihr den Weg da hinten? Da will ich hin. Blutwurzel. Schick, oder? Meine Güte. Schöner Geheimpfad hier. Gold, 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 Gold. Ihr Ärmsten. Ja gut, jetzt sind wir hier, aber die Frage bleibt bestehen, wie kommen wir am besten zu diesem Lager hier? Oh, das ist ja ein Teleporter. Beinahe übersehen. Aha. Geht doch. Ja. Ja, nur ich glaube, von hier aus nehmen wir besser die Schnellreise. Wir müssen dann nochmal überlegen, wie wir am besten hier unten hinkommen. Ich denke mal, dann gehen wir doch tatsächlich hier. Oder wir fliegen halt als Papagei dadurch. Müssen wir mal gucken. Aber ich denke mal, das ist ein gutes Ziel fürs nächste Mal. Wir haben alle Lager, oder eher gesagt, alle Aurikulkis geborgen, bis auf eines. Und das letzte holen wir uns dann beim nächsten Mal. Auch das sollte nicht allzu schwierig werden, aber es wird bestimmt spannend. Und vor allen Dingen bin ich dann gespannt, wie es weitergeht, denn wir führen ja gerade streng genommen schon irgendwo Krieg, oder? Krieg gegen die Gnome im Namen... Krieg gegen die Kobolde, so rum. Im Namen der Gnome, wenn man so möchte. Und diesen Krieg, in Anführungszeichen, wollen wir natürlich für uns entscheiden. Und in dem Fall dann eben für die Gnome. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle war es das hier mit Horizon 3. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter und werden dann das letzte Koboldlager, ja, vom Aurikulki erlösen oder erleichtern. Um ein Aurikulki erleichtern und damit... die Moral der Gnome steigern und damit auch die Angriffsbereitschaft. Und eher gesagt, dann können wir ja die Kobolde erst angreifen, denn wir dürfen die Kobolde erst töten, wenn die guten Gnomen-Ahnen, ja, wieder zur Ruhe gefunden haben. All das erst hier beim nächsten Mal, ihr merkt es schon. Ich rede einen Quatsch, langer Schultag und dafür hier jetzt Risen 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mann, was war das denn jetzt? Ciao, Leute.